Tagsüber sind die Strände in Brasilien paradiesisch. Aber nachts werden manche für nicht wenige Mädchen und auch Jungen zum Albtraum. Und jetzt zur Fußball-WM wird es noch schlimmer. Brasilien ist neben Thailand eine Hochburg der Prostitution. Und manche Sextouristen schrecken nicht einmal davor zurück, Kinder zu missbrauchen, die noch nicht einmal 10 sind. Und die verkaufen ihren Körper für wenige Euros, damit sich etwas zu essen kaufen lässt oder damit sie ihre Familien unterstützen können. Stefanie Albrecht und Lukas Stege zeigen Ihnen, wie es abseits der Stadien zugeht. Zwei Freunde bringen mich in ein Viertel, wo die Polizei offenbar nicht so genau hinsieht. Die beiden Männer im gelben Shirt haben hier das Kommando, erzählt man mir. Auf dem Straßenstrich sehen wir auch sehr junge Mädchen. Ich gebe mich als Tourist mit unzweideutigem Interesse aus. Wenige Tage bevor in den Stadien der Ball rollt, boomt das Geschäft mit der käuflichen Liebe. In Fortaleza sind auch Fälle dokumentiert, wo Eltern ihre minderjährigen Töchter an Zuhälter verkauft haben. Hier in der Arena Castelão in Fortaleza wird die deutsche Nationalmannschaft am 21. Juni gegen Ghana spielen. In den Straßen rund um das Stadion stehen die Prostituierten und bieten ihre Dienste für umgerechnet gerade mal 20 Euro an. In 4 WM-Wochen können sie so viel verdienen, dass sie ein Jahr davon leben können. Das hoffen sie zumindest. Viele Mädchen sehen die WM wie Popcornverkäufe. Die einen fahren zum Stadion und verkaufen Popcorn und die Mädchen eben ihren Körper. José Alberto Moreno ist Direktor eines Betreuungsheimes für missbrauchte Mädchen. 25 Bewohnerinnen hat er derzeit zwischen 6 und 18 Jahren. Immer häufiger landen auch Mädchen hier, die bei Razzien aus geheimen Bordellen befreit wurden. Diese Mädchen fühlen sich wie Objekte. Wer sie gekauft hat, hinterlässt am Ende nach seinem eigenen Vergnügen ein Kind auf der Straße, ohne Würde, ohne Wertschätzung. Sie stammen aus Elendsvierteln ohne Hoffnung, der Spirale aus Gewalt und Drogen jemals zu entkommen. Jetzt vor der WM, so warnen kirchliche Gruppierungen, könnten noch mehr Kinder in die Touristenviertel gebracht und dort zur Prostitution gezwungen werden. Kämpf dagegen steht auf diesen T-Shirts. Ob die Täter nun aus dem Ausland kommen oder von hier, sie begehen ein Verbrechen und das muss bestraft werden. Dafür muss die Gesellschaft aber das Problem erstmal auf dem Schirm haben. Zurück bei Gabriela und ihrer Freundin. Am Ende unseres Gesprächs gebe ich mich als Reporter zu erkennen. Weißt du, unser ganzes Leben ist eine Droge, sagt Gabriela, dreht sich um und geht. Mit mir kann sie ja doch kein Geschäft machen. Okay, so para saber.